Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Sunken Land. Ja, eigentlich war mein Plan ein ganz anderer. Muss aber dazu sagen, es hat sich gerade alles irgendwie gedreht und geändert. Basecamp läuft. Hallo? Ja, puh, ihr wollt gar nicht wissen, was da überall abgeht gerade. Ursprünglich wollte ich schon früher her heute. Gestern ging nicht. Und eigentlich wollte ich Icarus gestern. Ging aber nicht. Dann heute ist eben kein Tom da. Könnten wir zwar, aber wir werden hier ein bisschen weitermachen. Das ist mir jetzt lieber. Und dann werden wir beim nächsten Mal dann in die Dinge schauen. Zu Icarus wieder. So, wir müssen nämlich hier, möchte ich unbedingt für den nächsten Raid von den Typen weiter die Base defenden, aber wir haben kein Holz mehr. Leider. Das heißt, ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, ich war fleißig. Warte mal, wenn... Ah, scheiße, wieso der geht sich schlafen gegangen. Mist. Na gut, muss ich eh warten. Ihr habt doch schon... Bist du ein Test? Ja, ich bin ein Test, Karolinchen. Hallo. Ja, das ist so behindert an Twitch, dass er immer, egal was du machst, ich muss den Chat ein bisschen verschieben, da stimmt es nicht so. Passt. Es ist egal, was du machst. Offline, Stream läuft nicht, du schreibst, du willst einen den Chat testen, den ich im Bild einblende, wo der ist und muss dazu was schreiben. Dass man dann einfach so, auch nicht von Stream Elements weg, irgendwie einfach so einen Testblock schicken kann, ist ein bisschen eigenartig, weil er testet das irgendwie immer nur leer. Das ist irgendwie ein Schatz. Aber ja, ich habe mir das schon gesehen, dass ich da gespammt habe. Jo. So weit, so gut. Wir brauchen Holz. Um etwas zu defenden. Das haben wir alles geschmolzen. Da können wir noch ein bisschen schmelzen. Na, da geht nichts. Da brauchen wir überall Holz. Das wird nicht haben. Leider. Also die Batterie können wir auch aufladen. Jetzt ist mal Zeit für die weiter weg Inseln. Ich möchte mir mal was Oberland anschauen, nicht unter Wasser. Die einen, das ist ja brutal, das eine da. Kannst doch Test zu mir sagen, wenn du magst. Die Schrift im Chat habe ich auch geändert unten. Ein bisschen lesbarer. Wenn das wem stört oder nicht gut ist, dann sagt es. Ich muss mir da noch ein bisschen mit Stream Elements spielen. Das ist halt nicht ganz so einfach für mich. Ich habe auch wie Sie vielleicht sehen, das ist ein neues Intro. Also nicht Intro, das kommt bald. Ein neues Moment, kurz, wartet kurz, es passiert gleich was. Das habe ich mal besorgt. Das war ein relativ teures sogar. Hat aber im Endeffekt total. Ich finde das Wikinger-Theme total lauernd. Also ich kann ich gar nichts viel dazu sagen. So, ohne dass ich es jetzt so herzeige dann. Ich möchte nur geschwind schauen. Ich bin ja gerade in dem Steam. In den Settings zu Text Settings. Die Schrift ist Poppins jetzt. Das ist ein bisschen. Ja, extra dafür gemacht. Gib nochmal was, Karolinchen. Ich habe das gerade offen da. Zum Text ändern. Wäre interessant. Ja, wir müssen warten, bis hell wird. Wir können hier jetzt ja nicht wirklich was machen. Tipp, tipp.
Das ist nämlich recht groß jetzt da. Und da lässt mich das gerade da. What spacing? Ja, ich glaube, das muss ich mir nachher anschauen. Er will da. Jetzt kann ich was machen, warte mal. Die Schrift ist ein bisschen dick. Das ist eine von den neuen Abonniert-Banner, die ich da habe. Die habe ich mir besorgt. Ich habe mir gedacht, das ist sicher cool. Poppins heißt die Schrift. Na, wo ist Roboto? Save mal das mal. So! Ich vertippe mich auch oft. Nein, die Roboterschrift ist besser jetzt. Schaut besser aus. So. Lassen wir die mal. Dann können wir schon los. 01, wo gehen wir hin? Wir verziehen uns mal. Wir werden jetzt mal ganz in den Süden da, oder? Norden? Fahren wir mal in den Norden, Schule ist alles Ding. Das da herüben, das Bürgersee, das looten wir mal, wenn wir vielleicht eine größere Flasche haben. Das ist ein Wahnsinn. Da werde ich hin. Ja, insofern ja gut, wenn die Finger nicht tot sind, aber Eigenleben ist halt auch nicht immer optimal, ne? So, wir werden jetzt da lang düsen. Wir brauchen auch Holz. Wenn wir Holz finden, werden wir das auch mitnehmen. Ist da noch was? Fuck, die Bohne. Scheiße, die waren dann. Da ist noch was drin. Das heißt aber, ich kann theoretisch noch ein bisschen Defense bauen. Von dem hier. Das war's schon wieder. Man weiß ja nämlich nicht einmal wirklich, ob das jetzt funktioniert. Nein, Benzin. Das werde ich jetzt auch abreißen. Das habe ich mich heute entschlossen. Ich werde das Bett abreißen. Ich werde das rauflegen. Ich habe nämlich das Problem, also sollte ich im Kampf fallen, habe ich es jetzt hingeben. Jetzt habe ich es in die falsche Richtung gegeben. So. Sollte ich im Kampf fallen, will ich ja von oben wieder runterschießen. Und ich spawn herunten, was irgendwie ziemlich unsinnig ist, weil ich immer versuchen muss, lebend drauf zu kommen. Ja, ja, dann gehst du hin. In den Abgrund. Jetzt schauen wir hier. Da können wir mal noch ein bisschen Samen rein. Das werden wir jetzt auch alles ablegen da. Ist nämlich derzeit geht ein bisschen drunter und drüber gerade. Ist es aber nicht so. Ich will mich da jetzt nicht irgendwie rausreden oder so. Aber es hat. Jetzt hat erstens wer Geburtstag gehabt gestern, das ist ein bisschen anders verlaufen als geplant. Und dann gab es eben noch nicht so erfreuliche Sachen auch. Hallo Austria Heinl. Ahoi, mein Freund. Ne, wie gesagt, dann gab es auch noch nicht so erfreuliche Sachen, dann, was mich jetzt vom Spielen kurz mal abgehalten haben. Das war jetzt, wie gesagt, nicht, ich will es nicht als Ausrede nehmen, aber es hat
Das hat bei uns. War ein Freund von mir, hat einen Unfall gehabt. Und der ist jetzt gestorben. Der war 23. Das war nicht notwendig. Das war am Sonntag. Ja, wie gesagt, ich war ein Freund, habe ihn gekannt, auch mit ihm getrunken öfter. Jetzt nicht Best Friend, aber ein guter Freund. Habe ihn dann nur so beim Fortgehen getroffen, so eine Bekanntschaft halt. Aber der war, es war halt Blödheit, sagen wir so. Ja, eh. Klar, ich rede nicht so, wie man will immer, aber war halt nicht notwendig. Da hat es mich den einen Tag dann, ich bin zwar beim PC gesessen, ich habe auch irgendwas gemacht, aber ich habe dann nicht irgendwie, da hat es mich jetzt nicht freut, irgendwas machen groß. So, jetzt haben wir auch unsere Muni. Jetzt können wir mal, das wollte ich nämlich aufmagazinieren. So, die haben wir jetzt darüber alles. Zack, zack, zack. Und auf nach oben und wir düsen. Falsch, hier. Ja, du, wie gesagt, ich habe vor einem Monat mit ihm noch gesoffen irgendwo bei einem Fessel. Und am Sonntag hörst du irgendwie, am Sonntagabend hörst du irgendwie, dass er sich einbaut hat. Naja. Wie gesagt, das ist jetzt nicht der Freund, den ich jeden Tag getroffen habe, aber ich habe den öfter gesehen. Also man hat ihn beim Fortgehen auch immer getroffen, war immer überall dabei. Das habe ich jetzt die letzten Tage halt mal dann nochmal in meinen Tage. Trotzdem, gestern war Geburtstagsfeier von einem anderen Freund von mir. Naja, das kannst du da nicht alles deswegen jetzt schmeißen, aber. Schön war es halt nicht. Gibt Schöneres. Gibt Motivierenderes, einen Stream zu machen. Sagen wir es mal so. Und am Samstag ist das Begräbnis, das glaube ich. Wie ich das mache. Jetzt muss ich mir irgendwas überlegen. Diesmal. Ist schon wieder. Das ist ein cooler Bug, um mal wieder aufs Spiel zu kommen. Das sind diese Muscheln, die eigentlich am Boden sind und schweben hier. Die wollen richtig gepickt werden. Vor allem funktioniert sie wirklich. Ich kann sie wirklich mitnehmen. So, und jetzt ab in den Norden. Weicht mal die Insel aus und fliegen und fahren mal irgendwo Oberwasser hin. Ich will jetzt mal nicht irgendwo wieder unter Wasser sein die ganze Zeit. Ich Trottel fahre wieder ohne Essen und allem, ne? Regler. Ah, ich bin schon gespannt, wie das mit den. Ob das läuft jetzt dann mit der Defense. Weil ich weiß nicht, immer nicht, ob die da unten. Die, was, die Zacken, was ich da mache, ob auf dem Rand, ob die wirklich den Gegner was tun. Bin man dann jetzt, sie sind ein bisschen hoch oben, finde ich. Muss ich auch mal umlegen. So, ich brauche die Batterie. Was ist jetzt hin? Mach was! Ja, ich bin total verwirrt gerade. Man sieht, ich räume nicht mal alles aus. Ich depp. Hätte ich eigentlich auch können. Aber warum geht das nicht?
Geht wahrscheinlich über. Ah, der geht zu der anderen Maschine. Das ist ja, jetzt habt ihr nicht angehängt. Hey Stefan! Schön dich zu sehen. Brauch jemanden, der mir sagt, dass ich wieder vergessen habe, da was zu trinken. Ja, werden wir mal den nächsten Angriff abwarten. Ich fühle mich geehrt, dass du das bei mir anschaust und nicht bei alle anderen. Danke, danke. It's an honor. Mein Freund, / Freundin. Hey Stefan, guck mal, haben sie das letztens irgendwo geändert? Wieso kann ich die Schrotmunition nicht zerlegen? Kann nicht zerlegt werden. Das ist doch letztens noch gegangen. Bis auf die Angriffe, glaube ich, könnte das auch schon spielen. Das ist ja nicht so stressiges Gameplay eigentlich dann. Ich habe jetzt heute wieder so viel Zeit verbracht mit diesen komischen neuen Alerts und allem. Es gibt jetzt nämlich so viel... ein Stack. Meinst du, dass das zu kleiner Stack war? Aber er schreibt nämlich nur allgemein, er kann es nicht zerlegen. Anscheinend. Aha, kluger Mann. Ist aber sehr strange, ich war ja gar nicht so ein kleiner Stack. Das war eh. Naja, gut, vielleicht braucht er mindestens einen 10er Stack. Ja? Wenn er dann aus 10 solchen ein Ding rausbringt, geht sich nichts aus. Ja, 7, ja, dann wird es ein 10er, dann wird er einen 10er Stack brauchen. Ich hab's eh vorher gemeint am Anfang. Das war wie ein wenig. Ja, habe ich hier gerade gesagt, dass der wird 10 für einen drum brauchen und dann geht's mit weniger. Nicht, aber weil er nicht hinschreibt, es fehlt zu wenig, schreibt er nicht, er schreibt hin. Kann Schrotmunition kann nicht zerlegt werden. Das ist halt eine blöd übersetzt, doch, aber das macht nichts. Dann finde ich sicher auch wieder unter Wasser was, wenn ich mir das so anschaue. Nee, ich wollte auch in Icarus reinschauen. Vielleicht mache ich das nachher noch. Bin nur später online gekommen. Ich habe neue Banner. Die schauen wahrscheinlich dann. Ich weiß nicht, ob ich jetzt anzünden kann irgendwie. Die schauen. Mal Edit. Ich hoffe, sie sind hübsch. Die schauen dann so aus, die zum Beispiel die Follower-Banner. So ein Wikinger-Banner. Und die habe ich aber alle einstellen müssen, weil die Größe und alles nicht passt, ne? Es gibt zig Alerts, dann überschneiden sich die mit den Twitch-Alerts, mit den eigenen. Manche gibt es aber bei Stream-Elements nicht, die gibt es nur bei Ding. Und jetzt habe ich da im Endeffekt einfach ein bisschen mich mal rumgespielt. Solche Dinger sind das dann. Die wir hoffentlich noch sehen werden noch. Aber ich wollte das euch jetzt mal zeigen, weil ich habe die ganze Zeit... Danke, Kara. Ich habe die ganze Zeit... Ah, sehr gut. Das finde ich gut. Das finde ich gut, Stefan, weil dann kannst du mir dann immer sagen, wo ich was herkriege. Na, wie gesagt, es gibt mehrere neue Banner. Es gibt ja auch, das kann ich allgemein im Video mal herzeigen, dass die Leute alle wissen, was ich heute fabriziert habe. Es gibt, da kann ich aber nichts sagen dazu, weil es das Mikro nicht drin. Es gibt einen neuen Stream-Start, der schaut so aus.
Dann gibt es einen Be Right Back, was gleich ausschaut mit anderer Schrift. Okay, von der anderen Seite gefilmt. Und es gibt einen... Okay, ich habe den letzten da nicht drin. Oh ja, es gibt eine Pause, damit... Ja, schon, das ist so Wikinger, so Barbarenmäßig. Also ich spiele ja gerne Barbaren und vor allem Wikinger. Es gibt noch ein Pause-Ding, das muss ich händisch jetzt mit dem Maus zünden. Es gibt es zwar, damit ich, wenn ich immer schiffen gehe, wieder nicht immer Spiele läuft. Also das ist der Pause-Ding. Danke, danke. Ich hoffe, es hat sich ausgezahlt. Die waren nämlich gar nicht so günstig. Da gibt es viel günstigere auch, aber nur das Beste will ich haben. Mich ärgert das nur gerade wirklich, dass ich eigentlich im Stream Deck hier jetzt keinen Pause-Knopf gemacht habe. Ich spaß die. Weil mir eigentlich die Szene fehlt. Ich habe einen Black und alles, aber ich habe keinen Pause-Knopf. Ich dolo. Naja, gut. Ist insofern ja egal. So. Jetzt habe ich einen Knopf, den muss ich nachher noch umbenennen. Der heißt jetzt theoretisch. Ja, Pinkelpause. So, danke, danke. Ich habe mal gedacht, damit ich mal was wirklich was zaubern oder sowas hat. Die waren, wie gesagt, aber bloß was kostet. Im Vergleich waren die teuersten, was ich gefunden habe. Aber die waren auch die, was am besten ausgeschaut haben. Und das, wie gesagt, das ist mir wert. Ja, die Motive sind schön. Wie ich weiß, Valheim ist ja allgemein der Boost für meinen Kanal gewesen. Ein Riesenboost. Dann die. Allgemein diese Spiele spielen wir ja gern. Wikinger, Mittelalter. Das ist ja alles recht cool. Jetzt haben wir gedacht, sowas brauche ich auch. Jetzt werden wir mal die Ruineninseln da anschauen. Die gibt es mit Gegner. Inklusive. Da vorne steht einer. Piep, piep. Killt habe ich ihn nicht, aber es. Na gut, gewesen so. Sein mal gleich aus, braucht man nicht da ewig tun. Wir werden jetzt wahrscheinlich ins Kreuzfeuer geraten. Könnte mal im Kreis fahren mit dem Boot. Wenn Musik aus ist, bin ich zu weit von den Gegnern weg, oder? Ja. Und Diablo, ja genau. Na, das sind so die Must-Have-Games. Ah! Das war eigentlich ein Headshot deine, gell? Du Typ, du. Ein bisschen an der Gegner kriegen müssen es aber schon noch feilen, muss man das sagen. Die stehen schon sehr oft nur blöd in der Gegend rum. Das meine ich. Ja, habe ich. Ich habe da mal angefangen, wo ein kleines Hütchen baut. Aber dann ist mir ein anderes. Da war das Spiel schon Jahre draußen. Ganz am Anfang wollte ich. Ist die Zeit nicht gewesen. Ich wollte immer das spielen, ist aber die Zeit nicht gewesen dann irgendwie. Da habe ich was anderes nebenbei gezockt. Dann wollte ich eben spielen. Das war schon zig Addons heraus, da mich vor Addons nicht mehr auskannt, wo die ganzen Addons jetzt hin sollen alle. Was jetzt wohin gehört. Was ist ein Skinpack, was eine Erweiterung. Und dann habe ich irgendwann mal doch angefangen zu spielen bei der Zaubererweiterung, bei der Sorcerer-Ding da. Und da habe ich dann 4 Parts, glaube ich, gemacht. Das Gameplay so hat mir sogar gefallen, aber dann war auf einmal war wieder ein Release von irgendeinem Spiel genau dazu. Natürlich habe ich das jahrealte Spiel dann weggelassen und habe ein neues Release gemacht.
das neu gespielt. Also das, ich hab's gespielt, aber ich hab doch eine kleine Hütte mal gebaut und so. Aber ich hab da nicht jetzt, die hunderte Stunden nicht verbracht. Ich renne einfach mal rum, da wird er wer schießen, oder? Ah, bitte. Ich mag dieses, das Waffenhandling von der Waffe mag ich. Ich liebe es. Gegner ein bisschen schwerer werden, wäre schon cool. Blutung. Haha. Aha, nein. Mir wurde ja gesagt, vom Tom, glaube ich, war das. Der hat mir ja gesagt, wenn die Insel noch rot ist, oder was der Stefan? Stefan, glaube ich. Wenn die Insel noch rot ist, dann rennen noch Gegner rum. So, jetzt ist sie noch rot. Aber die Musik ist aus. Die Symbole da unten finde ich so unnötig irgendwie. Ich weiß auch nicht, was genau ich mit die machen soll, weil da unten, ich sehe zwar, wie meine Rüstung ist, aber sehe ich da mit einem Blick auch. Also das ist eigentlich relativ schnell angeschaut. Da muss irgendwann was sein, oder? Bist du fertig? Da gibt es viel Loot. Leck mich doch. Ah, habe ich da irgendwann verpasst irgendwo? Und ich renne da eh schon alles ab. Weißt du was, das schmeiß ich weg. Das habe ich jetzt schon so oft, das Ding haue ich jetzt weg. Na, die Farben, die mit der Musik habe ich schon mitgekriegt, weil wenn ich die ganz weit weg sehe. Die Typen, dann kann ich. Oh, so ein taktischer Helm. Was habe ich denn? Dann kann ich. Dann habe ich ja Musik. Wenn ich näher rankomme, also wie wenn ich rund um mich eine Range hätte. Und sobald die in meiner Range rund um mich sind, dann spielt die Musik ab. Aber irgendwie. Ja, genau. Hier. Das heißt, der muss irgendwo da. Auf der Seite der Insel sein, schaut ja nach dem Gebäude da fast aus. Na, das Gebäude nicht. So, jetzt müsste, wenn ich darüber gehe, irgendwann wieder anfangen. Ja, irgendwo in die Richtung da drüben muss er sein. Ja, da ist wieder aus, die Richtung. Hier. Das ist strange, dass es wieder aufhört, obwohl ich auf das zurenne. Jetzt. Erledigt. So, coole Insel nebenbei. Ja, Conan hat mich eigentlich nur erschlagen. Mit was auch immer man da alles machen hat können.
war extrem viel Add-ons, Zeug und Gedöns hier, da. Das lassen wir hier herüber. Einfüllen. Oh. Ich dachte, ich bringe mehr rein. So, dann geht's wieder ans Plündern. Und diesmal bin ich nicht so dumm wie sonst. Diesmal mache ich mal gleich einen Screenshot. Ich brauche, ich weiß, das ist manchmal lästig, wenn ich das mit im Spiel mache. Aber ich brauche die im Nachhinein suchen, das ist so unmenschlich kacke, so eine 2-3 wow, so ein 2-3 Stunden Part da durchschauen. Ach, das ist immer, und es kostet so viel Zeit. Wie gesagt, wenn ich da ein Berufs-Let's Player bin, habe ich den ganzen Tag Zeit für sowas. Aber ich komme zum Einstellen von allem komme ich nur am Abend um 7:30, 8:00. Wenn es dann jetzt eine Stunde, eineinhalb dauert mit den neuen Banner und alles, ich möchte auch die Banner auf dem Twitch-Profil, wo drunter dann mal Banner sind, mache. Ich möchte auch einen Abspann haben, wo Leute, die was geabot haben, nochmal aufzählt werden. Aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich muss mich da reinlesen. Das ist so aufwendig. Unter Tags aber spiele ich mit meiner Kleinen und so, ne? Oder du einkaufen, sonst was. Ich habe auch neben mir dann die neue Kamera liegen. Ich wollte wissen, ob die Logitech besser ist. Die brauche ich nur anstecken per USB und mit dem Kamerading spielen. Glaubst du, das hätte ich schon gemacht? Nö, habe ich nicht. Genauso liegen da Licht darum, die ich anstecken könnte. Bräuchte ich auch USB. Langsam gehen wir mal die USB-Stecker aus. Und so ein Gespräch. Ja, Conan hat absolut cooles Bausystem. Wirklich, das ist wirklich gut. Aber wie ich gesagt habe und der Ding auch gesagt hat, die DLCs erschlagen dich. Also du startest das, wie mir vorkommt, bei so einer chinesischen Werbeseite, wie ich das erste Mal gestartet habe, nach langem. Eine Auflistung von lauter Bildchen mit Namen von DLCs. Nämlich ist das jetzt alles optional, was davon brauche ich wirklich. Und von der Age of Sorcerer den Schluss, dann habe ich dann mitgemacht. Ich sag, passt, das mache ich. Waren die Fackeln so schlimm für die FPS? Erinnert mich an Ding. Duddle. Wenn Wackinger mal gespielt hat und Duddle. Wenn der Wackinger Fackel in die Hand genommen hat, ist beim Duddle die Framerate einbrochen. Das war aber immer cool. Ich will jetzt ja nichts nämlich sagen gegen Ark oder so, eh nicht, aber gegen Conan, weil es ist ja gut, aber ich sag's auch ehrlich, wenn ich die Wahl habe zwischen Ark und Conan, nehme ich Ark. Nicht, weil das andere schlecht ist, sondern weil Dinos alles besser machen. Dinos machen immer alles besser. Du weißt was? Ich weiß den ganzen Scheiß da weg. Ich bin mir nicht sicher in dem Spiel hier jetzt, was wir jetzt genau machen sollten. Sollten wir jetzt da...
So. Das ist ein Wahnsinn. Acker ist auch mega bauen, ja. Werde ich diese Dinger dann mal verschießen? Komm mal her. Lass ich irgendwas anderes da, so. Die eine, da braucht die keiner. Ist ja auch cool, dass man das Zeug in die Hand nehmen kann, so. Im Wasserfunk ist ja irgendwie nicht so toll. Naja, letztens höre ich das irgendwie öfter von Leuten, irgendwie, dass irgendwelche Spiele nicht starten oder zu alter PC und Ding. Dann wird es mal Zeit für einen neuen, oder? Gibt nämlich derzeit wirklich, früher habe ich mal Set-PCs gekauft und PCs immer selbst zusammengeschraubt, weil so manchmal ein bisschen Aufwand mit CPU und Motherboard und wenn das zusammenpasst, wenn ein neuerer CPU, altes Board. Geht aber wieder nur mit Updates, brauchst du eine CPU, Board zum Laufen bringen, BIOS-Update machen, mit die Q-Flash und diese Blind-Flash habe ich auch schon gemacht, es geht auch nicht immer gut. Und jetzt habe ich schon mehrmals gute Set-PCs, selbst vom Hofer, / Aldi. Gute. Intel, i5, irgendwas, spieletechnisch on top. Muss ja nicht der teuerste dann sein, 4000er RTX drin, 16, 32 GB RAM. Die kostet da gar nicht so Welt eigentlich. Wieso? Was wäre denn gewesen, wenn man sich früher kennengelernt hätte? Ja gut, wenn es geldmäßig knapp ist, natürlich ist der PC nicht Priorität 1. Das ist klar. Nein, warum tust du das? Wenn geldmäßig jener eh knapp ist, dann nicht verschenken, verkaufen. Ja, ich brauche noch ein paar Kisten. Ja, genau dann nicht verschenken. Achso, Entschuldigung, ich habe mich da in der, Zeile geirrt. Ich glaube, das hat Kara geschrieben. Sorry, mein Fehler. Ich habe eine 2060 RTX rumliegen, die was kein Sau braucht. Die Vorgänger von meinem jetzigen hier. Liegt irgendwo in der Gegend rum und keiner nimmt's. Ich hab meinem Bruder gesagt, nimm's da. Der könnte, aber ist zu faul dafür, dass er sich einbaut oder so, weiß nicht. Doof jedenfalls, hätte ich's verkaufen auch können. Das nächsten PC, die wir Teile, die wir verschenken, die schickt mal alle der Kara. Weil die ist eine ganz eine Liebe und braucht einen neuen PC, habe ich gehört. Jedes Mal darauf vergesst, fast damit er da hinten ins Stauraum ist. Olli ist ja ein taktischer Helm.
Oh, der ist sehr gut. Taktischer Helm, Stahl, sechsmal das. Habe ich die Stahl? Achso, jetzt habe ich sie verrissen, dass du geschrieben hast. Ja, sorry. Ist ein bisschen jetzt verpeilt. Tja, da ist was schief gerannt. Sagen wir es mal so. Nö, die war, die ist zu schwach auf der Brust für das dann, was du davor gehabt hast. Süß war! Da ist so viel Loot. Also da finde ich schon, könnten es wirklich irgendwas machen, dass man da irgendwie besser dingseln kann. Ehrlich, ich brauche dann wirklich, müssen das wirklich mal zu zweit spielen, weil. Das tut mein Ohr nicht gut. Müssen das wirklich mal zu zweit spielen, weil. Damit man alleine schon, dass wir doppelt. Speicherding haben. Also Inventarskapazität. Und das da rechts. Hinten ist ja noch was. Puhaha, naja, also die Ruineninsel ist aber schon relativ cool, muss man schon sagen. Viel Loot, wenigstens nicht so versteckt überall alles gleich, aber viel Loot ist ja eigentlich, oft denkt man sich, yeah, Loot, ich meine, es ist einfach schon, also meiner Meinung nach ist es schon fast zu viel Loot. Ich werde hier jetzt wirklich, glaube ich, nur mal das Nötigste mitnehmen und den Rest wegschmeißen, weil... Hey Doug! Hey Doug, servus! Ja, ich muss jetzt dann mal wieder was Neues kaufen, damit ich ein bisschen unnötig Geld rausgebe. Weil ich habe dieses Elgato Stream Deck, das nicht das ganz kleine, das mittlere. Dachte mir am Anfang, du, was tust mit 15 Knöpfen? Was machst du? Aufnahme, Stopp, Pause, also Pause, Aufnahme, weiter. Ja, reicht ja, ne? Ich habe gerade heute den letzten befüllt. Also den allerletzten jetzt befüllt. Und jetzt habe ich keinen Platz mehr für irgendwas. Ich brauche theoretisch auch nichts, aber es klebt alles so zusammen. Ich würde das gern... bisschen voneinander trennen, dass ich nicht unabsichtlich falschen Knopf mal erwische und eine Aufnahme beenden, was mir schon mal passiert ist, statt Pause beenden drücken, da hätte ich gerne ein Luft dazwischen. Ich brauche ein anderes Stream Deck, wenn ich dann mal irgendwo nachschaue, wirklich, wie viel es kostet. War mir damals zu teuer dafür, dass ich nicht gewusst habe, ob ich es verwende.
So, wisst ihr was? Ich werde jetzt dann kurz den Chat erhöhen durch das, wenn da doch, das wird doch in letzter Zeit recht viel geschrieben. Lang geschrieben, längere Absätze. Das gut ist, das meine ich nicht böse, das gut ist, aber für die YouTuber, die sehen den, ich lese immer daneben Chat, die sehen den Chat einblendet 30 Sekunden und wenn da dann mehr als ist, dann ist das Feld fast schon zu klein und es rotiert oben wieder raus. Das war am Anfang von mir nur klein gedacht, dass nicht störend ist, aber da habe ich noch nicht wirklich ein Feedback von dem Krieg von YouTube. Also auf Deutsch auch beschwert hat sich auch keiner. Von daher werde ich mal kurz das Feld ein bisschen in die Länge ziehen. Moment. Schauen wir mal, ob ich das gleich hinbringe. Overlays. Twitch Stream Chat. Textart ist nicht. Die Höhe. Machen wir noch höher. Ups, 5000 ist ein bisschen viel. Maus. Nein, du schreibst nicht zu viel. Im Gegenteil, ich freue mich drüber. Habe ich ja gerade gesagt. Da war daher auch wahrscheinlich deine Smiley hinten dran. Na, habe ich ja gerade gesagt, ich freue mich. Im Gegenteil, das ist einfach interessant. Man hat das zum Lesen beim Farmen da, man kann reden miteinander. Aber ich will eben dafür alle das Beste bieten. Wollte ursprünglich nicht, dass das Bild so voll ist. Deswegen habe ich einen kleinen gemacht. Habe aber viele Twitch-Streamer gesehen, dass der Chat über die ganze Höhe, das Vertikale geht. Das habe ich ja, soweit bin ich noch nicht. Ich habe es jetzt mal um 150 Pixel erhöht noch. Und jetzt gehört er da, wie ich sehe, verschoben, weil jetzt aus dem Bild ist. Haha. So was muss man halt immer einmal einstellen, dann geht's eh. So. Sollte passen. Wie gesagt, ich will es optimal hinkriegen. Irgendwann hat man es dann eh. Ich habe jetzt auch nur irgendeine Schrift genommen. Ich hätte eine Schrift gesucht. Die normale Schrift ist eine. Die normale Schrift ist eine gewesen von den Chats, die was relativ schmal ist. So ganz stehende, dünne Schrift. Die ist auch cool, aber ich finde, die wirkt ein bisschen so zusammengequetscht. Die wollte ich dann doch nicht haben. Haha, ich komm da auf. Auch den kannst du das finde ich urcool, Daki. Aber ich sag's dir gleich, es ist sowieso ziemlich unmöglich, dass ich die Klappe halte. Das ist nämlich nicht nur bei Streams so, das ist allgemein so. Ich rede wirklich relativ, ich nenn's mal gerne. Ist doch jetzt sicher irgendwas daneben gefallen. Mir kommt so vor, es wären einige Dinger doppelt irgendwie in dem Spiel. Wie haben wir da schon? Na, da geht's, geht aber eh. ...66% haben wir schon. Ja. Wenn man bedenkt, dass wir gar nicht viel gesucht haben, sondern eigentlich nur gerade im Kreis rennen. Ja, ich schmeiß das gerade runter, ich weiß. So, was habe ich bis jetzt noch nicht braucht? Ich schmeiß jetzt weg. Ich will jetzt nicht 100 Mal da im Kreis fahren. Ich schmeiß jetzt einfach das weg, was ich nicht brauche. Was ich fast nie brauche. Was brauche ich fast nie? Das Eisen ist ja... Das ganze Quant. Ich nehme das ja nur zum Weg, zum... Eigentlich nehme ich das wirklich nur für nix. So. Der springt ja eh so hoch. Kann man da nicht irgendwie? Ja, kann man. Ha!
74, wie war das? Ab 90 ist okay. Nur noch Schriftverkehr. Ah, macht nichts. Dazu musst du aber nicht alt sein. Ich bin nicht so alt, glaube ich. Und da gibt es auch die halbe Zeit noch mehr eher Schriftverkehr. Das liegt nicht an mir. Liegt nicht an mir, muss ich dazu sagen. Karre Spinnweben. Den Scheiß nimmt eh auch keiner, nehmen wir das mit. Schmeißen wir gleich weg alles wieder. Naja, nur weil du Single bist, müssen da ja keine Spinnweben sein, ne? Amazon liefert auch diverse Pakete mit Verpackung, dass man nicht sieht, was drin ist, nur so am Rande. Also eingepackt, das in undurchsichtiger Ding. Gibt es auch so eine diverse Eisfirma, glaube ich, also die nennt sich wieder so. Verkauft auch diverse Spielsachen. Miezekatze! Miezekatze, nur mit dir. Habe ich eigentlich noch Platz im Boot? Das ist weg. Ja, wir haben von dem Eisen eh viel. So. Dauert etwas länger, bis geliefert wird, riecht ein bisschen chemisch und leuchtet im Dunkeln, aber sonst ist okay. Das ist versenkt. Alter. Wir sind bei 85. Zock ich lieber. Leute, das war die leichteste Insel, wenn es darum geht, einfach nur mal die 90% zu kriegen. Ehrlich, das war nicht so blöd versteckt oder so. Die ist wirklich angenehm gewesen jetzt gerade. Okay, muss Spider. Ja, diese Special-Dinger, was ich eigentlich suche, gibt's auch. Wenn ich mir jetzt noch ein bisschen Mühe gebe, haben wir vielleicht sogar 100. Ich bin jetzt eigentlich noch gar nicht irgendwie suchend rumgerannt. Einfach nur vor eins das andere, weil eh alles mitten am Weg war.
Ist auch nichts mehr oben. Ich glaube, jetzt müsste ich dann schon genauer schauen. Ich dachte mir eigentlich, ich finde das. Achso, da drüben am Strand war ja überall noch nicht. Eine vibrierende Alexa. Ja, und jetzt bleibt es wieder an dem Wasser hier, ne? Aber ich glaube, hier schaut es nicht so aus, als wenn da irgendwo viel im Wasser wäre. Eher nicht. Da ist noch was. Das hat doch nicht zählt. 95? Na, boah, ich habe gedacht, das geht jetzt auf 96, 97 oder so. Scheiße. Ah, ich häng fest. Nochmal. Ich glaube, da werden wir wirklich mal bei die 97er Inseln dann eine Runde drehen und bei die ganzen da sagen, wirklich eine Runde drehen und sagen, okay, wir fahren mal mit leerem Ding überall eine Runde und schauen, wo nur mal ein paar Prozent fehlen. Das muss man ja hinkriegen. Ich glaube auch fast, dass ich es in der Mitte hier herin wo was übersehen habe, weil ich habe außenrum bin ich eigentlich recht fleißig gewesen. Oder es gibt wirklich irgendwo noch ein. Was Unterirdisches. Na gut, an YouTube hätte ich jetzt eine Frage. Wie ist euch der Chat lang genug? Ist er groß genug? Ich möchte das ja, mich stört er nicht, ich sehe ihn nicht. Sagt mir, ob er störend ist, also ich sehe ihn nicht bei meinem Spiel selbst. Sagt mir, ob er störend ist, ob er irgendwie größer, kleiner gehört. Das würde mich nur interessieren, ich will das nämlich ja für euch optimal einstellen. Wenn der Chat passt, natürlich okay. Wenn ich merke, es ist viel zu wenig Platz dort, das rotiert alles zu raus. Dann kann ich dann noch ein bisschen reagieren drauf, aber im Großen und Ganzen glaube ich, ist er da okay, wo er ist. Ansonsten einmal an YouTube, wie gesagt, Streamer, Twitcher, bitte hier bleiben. Kara, ich habe mich irgendwie verschluckt, glaube ich. Und dann geht es jetzt, wir werden jetzt zurückfahren, alles ausräumen, dann fangen wir gleich mal mit dem nächsten Insel an, da ist YouTube gleich wieder dabei. Ihr spart euch nur das Hin- und Herfahren. Leute! Passt, danke. Ich habe den roten Punkt sogar im Titel jetzt. Also,
Danke fürs Zuschauen, Leute. Stream, Twitcher, wie gesagt, hier bleiben. Und YouTuber, geile Typen, dabei bleiben. Abo, Like, Comment. Nichts vergessen, bald geht's weiter. Bis dann und ciao.